Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde, und herzlich willkommen zum allerersten Horst Ultratalent, whatever, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Horst-Talent oder so. Schaut euch das mal an, wie viele Leute hier sind. Ich finde es richtig geil, die haben sich hier mal hingesetzt, die wollen alle zugucken. Die sind auch live auf Twitch gerade. Ne, also die gucken dazu, die wollen das jetzt alle sehen. Und ich filme hier mal so ein bisschen rein, dass ihr seht, hier ist ein bisschen Party, hier Stimmung. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt langsam an. Wir haben schon die ersten Kandidaten, sind schon unten. Da sind total viele weiter oben. Die sind noch im Casting, sag ich mal, im Vorcasting. Und das wird jetzt so laufen. Ich rufe die in den TS. Dann kommen die sitzen da hinten. Dann kommen die hier auf die Bühne und dann machen die ihr Talent. So. Und der Daniel und der Totti und ich werden jetzt mit Popcorn zugucken. Und die scheiße sind, bewerfen wir mit Eiern und buhen die aus. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Sag mal, ihr zwei, was machen wir denn für die Gewinner? Was sollen die denn gewinnen? Also den Gewinner. Ich glaube, die würden sich schon über so einen Erdblock freuen, oder? Also mit Gras drauf. Mit einem ganzen Erdblock, mit Gras auch noch! Mit Gras drauf. Ist das nicht zu heftig? Das ist schon, also ist ja schon selten dann, ne? Also das ist, okay, das finde ich wirklich heftig. Ein ganzer Grasblock. Alter, das ist, also wirklich, das ist heftig, auf jeden Fall. Hallo? Ja, du hast sonst ein Echo, also sonst hörst du meine Gitarre nicht, also vielleicht einfach kurz. Oh, sogar mit, oh, mit Gitarre. Okay, wir sind gespannt. Ja, ich sing auf der Bühne. Und ich bin krank. Und ich frag mich, wann ist die Krankheit verbannt? Tabletten und Tee ist das Einzigste, was ich sehe. Ich bin krank, oh weh, oh weh. Und ich frag mich, wann das vorübergeht. Ja, ich bin krank, nehme dich in meine Hand. Komm, wir singen zusammen. Ich bin krank, ich fühle mich wie ein Schrank. Ich hab zwar keine Schule, es ist mir egal. Denn wenn man krank ist, ist das einfach nicht so phänomenal. Vielleicht bin ich bald wieder gesund und bin dann auch wieder mit dabei. Und dann ist die Welt für mich wieder bunt und ich bin am Start. Ja, ich bin gesund. Ja, that's it, Alter. ich soll gar nicht so schlecht gesungen, weil jetzt halt ein bisschen abgehackt. Aber ja. hast du nicht schlecht gemacht. Ja, 5 Minuten Text geschrieben. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, klar, natürlich. Grüße nochmal jemanden. Grüße gehen raus an Tino, sein Bein, was absolut 4 Wochen dafür gebraucht hat, dass es wieder, dass es geheilt hat, und Ehrenbruder, dass wir jetzt wieder Fahrrad fahren können. Jo. Alles klar. Gut, ich schieb dich jetzt mal nach oben, ne? Später verkünden, wer gewonnen hat. Hi. Hallo? Ja, hi. Hey, du bist der Sprocki? Ja. Und du willst uns jetzt Witze erzählen? Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Ich nehme mal meinen Popcorn, ich bin gespannt. Ja, das kannst du eigentlich schon direkt wieder auf Seite legen. Nachher fällt's um. Oh Gott. War das schon ein Witz? Nee, irgendwie nicht. Oh Gott sei Dank. Ja, dann jetzt mach mal. Okay, ich soll anfangen. Gut. Ja. Was ist das Weiße in Vogelkacke? Auch Vogelkacke. Eine Nachricht an den Typen, der meine Daumenjacke geklaut hat. Du kannst dich warm anziehen. Was machen 2 wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient. Da ist er, dein scheiß Ernst davon, oder was? Willst du mich hier verarschen? Also ich fand's eigentlich schon gut. Von mir ein Ja. Was? Okay. Du weißt, sind wir schon mal? Und... Oh, also, essen, sonst sterbe ich gleich. Du kannst hier nicht sterben. Danke. Ich anfange.
Ja, mach hin jetzt! Ja, Musik erstmal anmachen. Ach du Scheiße. Es ist du was der Last, und mein Day has ist nur was der Best. Du ne oh nein, erst einmal, du ne du weh ja Hannah. Ja, mein Day hat's mein Heart zu der Dung, but the run be done, I'm on in grunt. Du ne oh nein, erst einmal, du ne ne like no harder. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave enough. Ooh, it was a crush, but I'm not gonna say too much. That's the name was, but I gave enough. I love my day, it's just was the last. And my day has just no was my best. So I need all night, I summer. Okay, ist gut, hallo, hey, hallo, hör auf jetzt! Mein Gott! Also besser als das Original. Ich hab 30 Sekunden gebraucht, um rauszufinden, welches Lied das sein soll. Hör mal, singst du schon lange? Nö. Ja, es war mir klar, du bist scheiße. So, tschüss. Ja, hallo. Ich hab dir einen Huhn geschenkt. Oh, danke schön. Das ist weggelaufen. Das mag dich nicht. So, ich hab mein Popcorn. Jetzt kann's losgehen. Ja, vorab. Eine Stelle ist sehr schwer. Ich verkack die Safe. Egal. Welche? Warte, ich will's einfach hören. Alles klar, let's go. Ich bin alt, ich hab Bier, ich bin Horsti, Horsti, Horsti. Deine Bar trink ich leer, ich hab Dursti, Dursti, Dursti. Ich werd arm, ist egal, ich mach Saufi, Saufi, Saufi. Und wär das hier kein echtes Bier, wär ich nicht Horsti, Horsti, Horsti. Kommt der auch Horst auf ein Feste, dann gibt es nur das Beste. Wird das Bier warm serviert, hau ich dir auf die Fresse. Deine Bar trink ich leer, ich hab Dursti, Dursti, Dursti. Ich werd arm, ist egal, ich mach Saufi, Saufi, Saufi. Deine Bar sucht ein Stammgast, klar, hier bin ich. Komm ich in eine Bar, läuft der Hahn schon freiwillig. Das Bier war nicht billig, ist der Hahn nicht willig, saug ich an deinem Euter. Der Durst kommt immer wieder, egal denn, wo ich herkomm, zahlt man einen Liter. Ich bin alt, ich hab Bier, ich bin Horsti, Horsti, Horsti. Deine Bar trink ich leer, ich hab Dursti, Dursti, Dursti. Und wär das hier kein echtes Bier, wär ich nicht Horsti, Horsti, Horsti. Ja. Yeah. Oh. Mensch, war doch gar nicht so schlecht jetzt. Dankeschön. Ich fand's auch nicht so schlimm. Ich hab mir das Lied ungefähr irgendwie 10-mal angehört, weil ich musste den Text selber aufschreiben. Ja, wir haben den nirgendwo hingeschrieben, das stimmt. Ja, genau, ich hab ihn aber. Ja, aber war doch okay, Mensch. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Gerne wieder, das war cool. Nice. Ich schieb dich mal nach oben. Oder, okay. Ja. So, war doch echt in Ordnung. Ein bisschen verkackt, aber... Ja, wir müssen jetzt aber mal ehrlich sein. Die Stelle, die ist böse. Die eine. Die ist böse. So. Was haben wir denn jetzt noch? Eine Geschichte. Wollen wir uns schon eine Geschichte anhören? Er ist bereit, sag ich. Er ist bereit. Ja gut, dann. Ja. Ja, dann fang an. Ja, hallöchen, ich bin der Latze, ich bin 13 Jahre alt und kann meine Stimme verstellen. Weil das ein bisschen eintönig ist, habe ich mir noch eine Geschichte dazu geholt. Bin ich mal gespannt jetzt. Ja, ich auch. Stimme verstellen, wir machten so einen Käse. Der Ball. Ein Mann fährt über eine lange Landstraße und kommt in einen Wald. Es ist schon ziemlich dunkel. Langsam kommt der Wagen zum Stehen. Der Sprit ist leer. Der Mann erinnerte sich noch, auf der Landstraße eine Tankstelle zu sehen. Und mit dem Benzinkanister machte er sich auf den Weg. Der Mann fängt an zu blinzeln, als er zwei große helle Augen in der Ferne sieht. Es war aber nur ein Traktor. Der Bauer fragt den Mann, was machen Sie denn so einsam im Wald? Mein Auto ist stehen geblieben, ich will zur Tankstelle gehen. Ich brauche Benzin, sagte der Mann. Der Bauer fragt den Mann, ob er bei ihm übernachten will. Er bejahte die Frage. Als die beiden gegessen hatten, zeigte der Bauer ihm, wo er schlafen kann. Aber in dem Zimmer waren gar keine Lampen, also musste er eine Taschenlampe benutzen, um auf Toilette zu gehen. Tock, tock, tock. Der Mann wird wach und leuchtet mit der Taschenlampe durchs Zimmer. Er sieht aber nichts und legt sich wieder hin. Erneut kam dieses Geräusch. Tock, tock,
Talk. Der Mann leuchtet wieder durchs Zimmer. In der Ecke sitzt ein kleines Mädchen mit schneeweißen Haaren und blutroten Augen. Er fragt das Mädchen, was es hier macht. Sie sagt, ich spiele doch nur mit meinem kleinen Ball. Achso, okay. Das war's. Das war Creepypasta, mein Freund. Ja, so ungefähr, ne? Ja, Creepypasta ist natürlich nicht schlecht. Also also Daniel findet doof, der bewirft dich mit Eiern. Ich weiß nicht, Totti? Was? Bin ich eingeschlafen? Nee, das kann nicht sein. Ja, also ich fand's nicht schlecht. Also hast du gut gemacht, war schön stimmungsvoll. Also war cool. Nächstes Mal gerne wieder. Und ich schieb dich jetzt schon mal hoch, ne? Also nicht abhauen, kannst noch potenziell gewinnen. Abgeschoben, ne? Dann, was hast du heute vor aus dem Windkanal? Ich wollte Faded spielen. Okay, dann mach das mal. Pass auf, ich wollte dich gerade fragen, kannst du dich mal verspielen? Das muss ich aber nicht, weil du dich wirklich die ganze Zeit verspielst. Also, es hört sich schon mal nicht schlecht an, aber du fehlt noch Übung. Okay, also, ja. Ein bisschen üben. Aber es ist nicht schlecht. Also, dann musst du auf jeden Fall weitermachen. Noch ein bisschen üben und dann kommst du das nächste Mal wieder, ja? Okay, also. Zum Ablauf. Ich bin Furkan, bin 13 und ich singe für euch. Als ich noch klein war, war alles so einfach, alles so neu. Ja, nichts war unmöglich, es gab keine Grenzen, ich wusste alles. Wird gut. Jetzt sitze ich hier, bin fast erwachsen. Noch nicht ganz, aber auch kein Kind mehr, irgendwas dazwischen. Das macht es so schwer. Gibt ein Happy End, nur im Kino. Im Fernsehen und all diesen Büchern gibt's ein Happy End, nur bei allen. Oh doch, da ist jemand, die Bühne geschafft, das ist ja geil. Hallo. Hallo. Ich singe immer Mind, Karaoke-Version, und ich singe davon den Text. Okay, bin ich mal sehr gespannt. Ich mag das Lied nämlich. Mach mir das bloß nicht kaputt jetzt. This is all where it all came from. The dreams we have, the love we share. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. In my mind, in my head. Okay, Bruder, pass auf. Keine Ahnung, wie du das sagst, ja? Also, du musst doch einiges lernen. Also jetzt nicht nur gesangstechnisch, sondern du musst Betonung lernen, ist ganz wichtig. Dann Kopf- und Bauchstimme. Das musst du auch lernen. Was, also hast du die ganze Zeit jetzt irgendwie nur die Kopfstimme gehabt. Dann, das sind immer, ich finde das auch bei dir sehr scheiße, ne? Weil das sind keine Lieder zum Nachsingen. Ja, das ist, wenn du dir mal so ein Techno-Lied anhörst, dann ist das immer so ein rein editierter Voice. Mit sehr viel Unterton und mit sehr viel Bearbeitung. Also vielleicht das nächste Mal mit Autotune drüber und mit mehr Emotionen und vor allen Dingen mit mehr Kraft. Ja, verstehst du, was ich meine? Jo. Ja. Richtig. Hallo. Ich würde gerne ein paar Witze vorstellen. Also, vorstellen? Ich sehe schon den ersten. Ja, dann auf. Erzähl. Ja, okay. Was ist der Unterschied zwischen deinem Schaum und Milch? Bitte? Was ist der Unterschied zwischen deinem Schaum und Milch?
Digga, ich hab's nicht verstanden. Was? Was ist der Unterschied zwischen Donald Trump und Milch? Milch ist auch fettarm. Ein Baum um, wenn Donald Trump sich dagegen lehnt. Bei der Klügere nachgibt. Jetzt komm ich nicht flach. Was ist der Unterschied zwischen Donald Trump und einer grünen Tomate? Die Tomate wird noch reifer. So hoch, der kommt flach. Boah, meine Ohren tun weh, ich geh mal kurz nachher. Was ist denn der Unterschied zwischen deinem Schirm und einem Befall? Tja, mal, ich hab mal eine Frage. Ja. Bist du eigentlich oft verprügelt in der Schule? Ja. Ey, kann ich dir versprechen, mein Freund, wenn du bei mir in der Klasse wärst, ich würd dich aus... Versteh ich jemand? Hallo? 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 Ja? Ich wollte singen. Und dazu noch ein Instrument spielen. Was spielt sie denn? Cajon, das ist ein Holzkasten, wo man trommeln kann. Die habe ich schon mal gesehen, so viereckig, ne? Ja. Ja, geil, dann gib mal Gas. Okay. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und leg sie deine in deine. Mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Also. Jo. Im Refrain hast du die Kurve nochmal so richtig gut gekriegt. Der Anfang war echt scheiße, aber das liegt, glaube ich, eher so an der Mischung aus Kasten, Trommeln und der Song. Ich glaube, das passt nicht. Aber der Refrain war geil. Also das hast du gut gemacht. Okay, alles klar, dann erzähl mal, was hast du denn vor? Zuerst habe ich eine Frage, weil sonst ist das unfair, dieser eine Tester. Darf ich euch erstmal duzen? Ja. Okay. Welche Religion seid ihr? Ja. Also ich glaube an das heilige Spaghetti-Monster. Okay, also du kennst Moses, oder? War das nicht der irgendwann mal aus Versehen 5 Gebote zerstört hat und deswegen gibt's nur 10? Keine Ahnung. Das war der Roboter, das ist... der in die Vergangenheit gereist ist, um den Jungen zu töten. Ich dachte, das wäre der in die Grube gefallen ist. War das nicht der den Busch verbrennen musste? Ja. Welche Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Also, ich weiß aus der Bibel, ich hab die mal gelesen, da war ein Bild drinne von dem. Ich war aber nicht Moses, wie hieß der denn nochmal? Noah war das, du Kasper. So, was liegt in der Mitte von Rom? Was? Was liegt in der Mitte von Rom? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ach, ich kapiere, was der... Ach so, jetzt verstehe ich... Idiotentest. Hör mal, jetzt, ich kapiere gerade, was der überhaupt von uns will. Der erzählt uns jetzt also Sachen und wir müssen jetzt darauf antworten. Ist das richtig? Ja. Also, gut. Also, in der Mitte, was, in der Mitte von Rom, also meinst du das Wort oder die Stadt? Das Wort. Ja, ein O. Glaube. Toms Mutter hat 3 Kinder. Trick, Track und... Tom. Ein Ei braucht 5 Minuten zum Kochen. Wie lange brauchen 5 Eier? Immer nur 5 Minuten. Nee, 25. Ja. Pass mal auf, ich hab mal auf was für dich, Serverbauer. Hör mal zu. Als ich 6 war, war meine Schwester halb so alt wie ich, ne? Jetzt bin ich 70. Wie alt ist meine Schwester? Ach, scheiße, den kenne ich. Aber ich kenne die Antwort nicht. Direkt verkackt, weißt du? Ja, ist richtig geil, Alter. Du willst uns hier vorführen und ich hau dich gleich mit dem ersten Ding um die Ecke. Das ist natürlich gut. Ja, mach mal weiter. Mach mal weiter. Okay. In einem Aquarium sind 10 Fische. 4 sterben. Wie viele sind noch drin? 10. Ja. So, das musst du besser machen, ey. Okay. Was ist tiefer? Ein Teller
Oder Tasse, meine ich. Dein IQ. Ehre genommen. Weg damit. Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? Mit der Prügel von deinem Vater. Nicht ganz. Nicht ganz. Mit dem Tee. Ein Flug. Zwei Flugzeuge fliegen von Genf nach Stuttgart. Das eine braucht eine Stunde und 15 Minuten. Das andere 75 Minuten. Welches ist schneller? Gleich schnell. Ich weiß dasselbe. Aber Mathe hattest du nicht, oder? Nein, leider nicht. Max. Hab's immer verpasst, die Stunde. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sind noch drauf? 10. Okay, kann man machen. Jawohl. Hallo. Ich glaube, der ist weggegangen, weil er keinen Bock mehr hat. Kommt der Vater jetzt wieder rein zum Verprügeln? Der Vater kann ich nachher nochmal, ich muss kurz weg. Ja, sag dem Vater einen schönen Gruß von mir, ne? Tschüss! Ja. Also, ja, das ist doch mal so richtig schön scheiße jetzt gewesen zum Schluss. Aber nichtsdestotrotz, ich fand's witzig, weißt du, also, was die alle immer rumheulen, der ganze Chat ist hier am rumflamen. Ich weiß nicht, was ihr wollt, ich fand's witzig, ich fand's cool. Es hat Spaß gemacht. Hä? Doch, die fand's anscheinend nicht so witzig, der musste timeouten. Der musste timeouten, so unwitzig war das für den. Ja. Nee, also ich muss ja mal ehrlich sein, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, ne? Leute, chillt doch mal, geht mal selber auf die Bühne und tragt mal live was vor, ne? Dann könnt ihr flamen, ne? Wenn ihr das auch gemacht habt, vorher würde ich mal nicht so rumflamen. Aber nee, ich fand's cool. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob wir das wieder machen sollen. Dann wiederholen wir das Ganze gerne. Ich bedanke mich für alle, die dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann! Ah!